Hi Leute, ich zeige euch heute einen Mod für Minecraft PE. Also kein Mod, sondern da könnt ihr Items und so hinzufügen und später auf jedes Verzauberung auf 100 verzaubern. Als erstes geht ihr in den Play Store und sucht dieses Spiel MCPE Master und installiert es. Dann öffnet ihr das und dann kommt das. Hier könnt ihr Skins, Texture Packs, Seeds und weitere Sachen auswählen. Und dann drückt ihr hier unten auf den Controller. Dann ladet ihr das. Das zieht ihr dann hier oben ein. Und ich habe mir jetzt mal dieses Texture Pack runtergeladen. Dann hat er die Welt, die ihr auch im normalen Minecraft hättet. Und dann drückt ihr jetzt nur auf die. Und dann habe ich hier automatisch. Ja, das ist halt eine Welt von mir. Aber auf jeden Fall, hier kann man sich Verbrennung auf 100 und hier ist ja jetzt so ein Ding, ein Schlag, der ist tot. Ein sehr starkes Schwert, genauso mit dem. Ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Man kann sich hier Level 2000 machen und fliegen und so. Dann im Game könnt ihr Day Night einstellen. Na, da funktioniert das gerade jetzt eben nicht. Dann noch Survival und Creative. Und Rain Off. Und yes. Hier ist die Verzauberungssache. Ihr macht hier und dann wird das als ausgesucht. Und drückt ihr End. Und jetzt habt ihr ein sehr starkes Schwert. So. Und wenn ihr andere Sachen wollt, dann drückt ihr hier oben da, wo dieses Symbol ist. Und könnt euch die Sachen auswählen. Das sind die einzigsten Sachen, die man verzaubern kann. Ja. Okay. Dann aber gibt es noch den Mod, das heißt das da. Hier zum Beispiel hole ich mir den Eisenkohl und mache 64. Dann drücke ich auf End und dann spawnen hier 64 Eisenkohlen in den Nether. Ja. Das kann man hier mit den allen machen. Bei Item kann man sich die Items bis zu einem Stick vormachen. Ein Stick sind 64. Also zum Beispiel hier Heiling Tränke auf 64 und dann auf Add. So, dann habt ihr hier diese Tränke und könnt sie trinken. Und da habt ihr die Heilung. So. Und hier könnt ihr euch noch teleportieren. Ja. Warten. Okay. Das weiß ich nicht, wie das geht, aber Screenshot hier. Ja, und hier sind schon die ersten Eisengolem im Lava gestorben. Dann spawnen die Eisen. Das Eisen können wir uns gerade mal einsammeln. Und man kann das auch mit einer Rüstung machen. Und diese Rüstung ist dann sehr stark. Wir gehen jetzt zum Beispiel hier rein. Wir brennen jetzt, aber ihr seht, man kriegen kaum Leben abgezogen. Jetzt, wir sind schon lange im Wasser, im Lava und wir haben jetzt erst ein Leben abgezogen. Und jetzt erst ein halbes. Also das ist schon sinnvoll zum Überleben, ja. Das war's dann für heute. Und bitte abonniert den Kanal und ciao.